Die Filderschule in Stuttgart-Degerloch hat sich auf die Fahnen geschrieben, den Schülern Freude am Lesen zu vermitteln. Und deswegen haben wir in der Woche eine Stunde Lesen für jeden Schüler zusätzlich eingeführt. Und wir wollen in diesen Stunden reine Freude und Spaß am Lesen vermitteln. Zwei Randalierer waren mit dunklen Jacken bekleidet. Es geht einfach um das Lesen, Lesen, Lesen. Um in der Welt der Erwachsenen bestehen zu können, ist ein sicherer und freundlicher Umgang erforderlich. Der Benimmunterricht hilft unseren Schülern, sich im späteren Beruf sicher zu fühlen und selbstbewusst aufzutreten. Mit dem Projekt 50 plus minus 16 fördern wir die Begegnung junger und älterer Menschen. Nach dem Prinzip Geben und Nehmen helfen die Erwachsenen den Schülern, zum Beispiel bei den Hausaufgaben, oder es werden gemeinsame Hobbys nachgegangen. Die Schüler revanchieren sich im Gegenzug mit Unterstützung im Haushalt. Unsere Schüler arbeiten jeden Donnerstag in einem Betrieb und absolvieren zusätzlich noch einmal ein 14-tägiges Praktikum. Mit diesem Modell konnten wir ca. 80% unserer Schüler in Ausbildungsplätze bringen oder in eine weiterführende Berufsfachschule. Wir als Inhaber, Firmeninhaber sind natürlich bemüht, Leute zu gewinnen, die begeistert, die mit Freude am Beruf ihre Ausbildung hier vor Ort tätigen wollen. Der Ausbilder muss beurteilen, ob der Bewerber nun geeignet ist, ob er die Fähigkeiten hat, möglicherweise den Beruf zu erlernen. Die Eingangsklassen gehen regelmäßig eine Woche ins Schullandheim. Sich aufeinander verlassen können, seine eigenen Grenzen zu erfahren, steigern bei dem Überwinden von Hindernissen Selbstbewusstsein und Teamfähigkeit. Ich glaube, dass der Erfolg der Filderschule auf dem beruht, dass wir alle als Kollegium sehr eng miteinander zusammenarbeiten, jeder für den anderen noch einspringt und dass jeder auch über die Maßen hinaus seine Arbeitskraft der Schule widmet und auch mit Freude an der Schule arbeitet.